Seid gegrüßt, ich bin der Jaro und wir befinden uns wieder auf den Eilanden. Diesmal auf Island 6, Six Island. Hier war ich noch nicht und ja, was haben wir angefangen? Die Mewtwo Quest. Wir müssen jetzt ein Saphir besorgen. Ich meine, den Rubin hat Arandui schon besorgt. Ja, wo finden wir den überhaupt? Ich muss mal jetzt schauen. In einer Höhle im Süden sollte das sein, in der Dotted Hole Punkthöhle oder so. Dahin müssen wir uns begeben. Heißt, davor soll ich mal kurz mein Team anschauen. Unser Team. Oh je. Das ist eine Stufenverteilung. Moko. Ziemlich viel Feuer, muss ich sagen. Suika, Flandre, Moko. Moko ist mir neu. Ich hole die mal nach vorn. Ja. Gibt's noch eine Sache? Ich meine, unser Inventar war ziemlich voll. Oder wurde schon verkauft? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Gehen wir mal kurz in den Verkauf und schauen, was wir verkaufen können. Nicht in den Kauf. Ich will etwas verkaufen, danke. Das sind, glaube ich, nur die Items. Kurz schauen. Tja. Ich meine, wir hatten ein Nugget gehabt. Key-Items? Ja. Ich denke, das hat sich dann doch schon erledigt. Tja, dann würde ich mal sagen, gehen weiter. Die Musik ist irgendwie ziemlich stechend gerade. Waterpath. Hallo. Oh, er möchte kämpfen. Komisch. I'm practicing in secret so no one can see me. Ich kann dich schon sehen. Jongleur Edward. Wenn Jongleur überhaupt Jongleur bedeutet. Eine Nü. Jetzt sind wir ein bisschen überlevelt, aber dann können wir immerhin uns die ganzen Grausamkeiten mit den Trainern sparen. Ziemlich viele Feuerattacken. Flare Blitz. Ich setze das mal ein. Ach, so eine Attacke ist das. Kogasa. Ja. Boah, die Musik ist gerade ziemlich laut. Entschuldigung. Tja. Sunny Day. Ich mach mal Eruption. Das sah schmerzhaft aus. Der Regenschirm ist abgeknickt. Noch eine Kogasa. Ja, ich möchte mal die Flamme da rausholen. Kristalle auf ihren Flügeln sind nicht Kanon. Fresh. Das ist nicht Trash, es ist Fresh. Was ist das denn? Es scheint nicht zu funktionieren. Tja, Blast Burn hört sich schmerzhaft an.
Jawohl. Merlin? Ich meine schon. Wie sollten wir die Sahne nach vorn holen? Die sollte auch Buffer-Level bekommen. Oder die anderen Bonika. Tja. Ich mach mal Charming Look, das war doch die eine Verführerattacke. Aua. Nicht schlecht. Dann das hier. Ach. Tja, das ist gerade irgendwie ungünstig. Ach, stimmt, verdammt nochmal. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Ich muss austauschen. Junge, die Sahne muss echt mal nach vorn. Oh mein Gott. Ich habe Schmerzen im Herzen. Einfach nur nein. Immerhin ist das nicht effektiv. Ich weiß nicht, was gegen Merlin effektiv sein soll. Ah, das ist gut. Ich hab nicht einen One-Hit. Yep. Nobody saw me losing, right? Außer hier. Und wieder direkt heilen. Das war irgendwie nicht so gut. Ich werde noch Repel. Ich frage mich eigentlich, was Mewtwo hier für ein Bunika sein soll. Ich muss mal kurz was austauschen. So. Mal kurz schauen. Die hatten wir für Zerschneider. Transporter ist ein Transporter. Sonst. Ich bin von der Flandere nicht wirklich überzeugt, muss ich sagen. Was haben wir denn noch so für andere höherstufigere? Kokosnuss ist auch wieder unterlevelt. Wobei ich gar nicht weiß, wie das hier im Gebiet noch weiter ist. Den Trainer haben wir schon besiegt, aber so um 40-50 herum ist das Licht aus. Okay. Ach ja, das war das Ei. Da hat Randui das gefunden, beziehungsweise bekommen. Ich meine schon. Kabuto sollte rein. Ich tausche mal kurz mit Flandre aus. Tja. Nö. Tschüss. Ich habe da gerade etwas Tolles gesehen. Wo war das denn jetzt hier? Und ich hab's nicht gesehen. Ich hab mir wieder Dinge eingebildet. Ne, da ist es doch. XP-Share. Was? Ach, GIF. Ja. Ich dachte schon. Vielleicht hat der Transporter ein bisschen XP bekommen.
gehen wir mal weiter. Hallo Yuka. Tja, was ist die Frage? Was ist das hier? Ich schau trotzdem mal kurz nach. Nicht shiften, ich will die Beschreibung sehen. Hoppla. An online attack that becomes more powerful the less HP the user has. Mhm. Ja, okay, bei Sunny Day habe ich mir schon gedacht, was das macht. Tja, wir haben eine Attacke, die uns selbst Schaden zufügt. Und eine Attacke, die zwar ziemlich stark ist, aber nur 5 AP hat. Ja. Naja. Gefällt mir nicht so sehr. Dann setze ich mal das hier ein. Yuka mit dem Katzengesicht. Tja, rot gegen grün. Geht doch. Aha. Schauen wir uns das mal an. Was hat er denn eigentlich? Surf, Bounce? Das ist gar nicht so schlecht. Ist irgendwie ähnlich hierzu. Eigentlich könnte man das hier mal rausschmeißen. Ich mach das jetzt. Das war, glaube ich, der größte Fehler im ganzen Let's Play hier. Noch eine Yuka, aber eine andere Yuka. Eine ausgewachsene. Könnte man fangen? Ich könnte mal versuchen, das hier einzusetzen. Okay, das ist ziemlich. Autsch. Mal schauen. Ich hol mal die Sahne raus. Ich will die super bauen. Mehr weh getan. Setzen wir die Winterattacke ein. Das könnte was werden. Frenzy Blend. Autsch. Nach dem Arrow Blast. Jetzt wird es kritisch, weil ich one-hitte sie. Das sieht gut aus. Aua. Back, back, back. Hardop. Das ist doof. Och, das kann doch nicht wahr sein. Ach, naja, immerhin. Ich kann nochmal einen Hardtop werfen. Zack. Och, verdammtes. Keine Ahnung was. Ja, jetzt muss ich die Sahne austauschen.
Schiff nehmen wir die mal. Ich überlege gerade, haben wir irgends ein Unika, das die paralysieren kann? Oder so? Die haben alle wahrscheinlich nichts in der Art. Nicht. Was haben wir noch für ein Orb? Tja, was ist Dream? Hard Orb einfach nochmal einsetzen. 1, 2. Oh je. Oh nein. Die Attacke bräuchte ich jetzt. Das wird nix. Das wird immer nicht besser. Nochmal in die Summaries reinschauen. Haben wir gehört, dass das nicht tötet? Anscheinend nicht. Vor allem gerade keine Items sein, die man einsetzen könnte. Ach, wir haben genügend Geld, um Hardtops zu kaufen. Einfach mal weiter Hardtops trauen. 1, 2, 3. Geht doch. Capable of manipulating flowers, she likes to travel to see flowers blooms. To see flowers bloom. Tja, was gibt man dafür einen Namen? Tja, was macht man? Ups, das wollte ich jetzt nicht machen. Dann hat sich das auch erledigt. Da ist doch was. Ich weiß ja schon wo. Aspergerfrucht. Aspergerfrucht. Das ist wahrscheinlich die Übersetzung dafür. Sag mir, wo sind die Berge an diesen Orten? An diesem Ort? Keine Ahnung. Siamam. Ui. 6 Spinnenbeine. Ach, ich bin noch paralysiert, verdammt. Um das. Wenn ich also vergiftet werde, wäre es lustig. Los, Moko, brech aus. Sag mal das hier. Schwanzwind. Das heißt bestimmt Schwanzwind. Verdammt nochmal. Komm. Ach, Moko, verdammt nochmal, jetzt mach. Nein! Das wäre jetzt ein Wunder, ey. Moko gegen Egor.
geht doch. Ich sollte sie vielleicht paralysieren. Teeyamame. Wofür steht Tee denn bitte? Tja. Ja, ich möchte tauschen. Verdammt nochmal Sahne. Ich möchte Karo eigentlich nicht zu viel Level geben. Ich hol's die Melone raus. Damit die Spinne zerquetscht. Ui. Das ist interessant. Ich frag mich nur, wo die herunterhängt. Scheiße. Jetzt gibt es ja nicht so viele Sachen hier in der Außenwelt. Oberwelt eher. Bäume und Klippen. Wolken. Feuer. Ich bin nicht sicher, ob wir eine Stufe aufsteigen sollten mit Suika, weil das ist ein gutes Level meiner Meinung nach. Da eben Steine. Jupp. Lost my way while I was busy battling. Ich sehe, wie du dein Way gelostet hast. Du stehst einfach nur herum. Nicht das Itemradar wollte ich aktivieren, sondern... andersherum. Ich kann ja doch bestimmten... Kann ich nicht. Machen wir es mal so. Ach, ich gebe da keinen Paraheiler, komm. Das wird schon. Das wird schon. Oh Gott. Das sieht doch noch ein bisschen mehr aus. Ich will dich doch zum Center zurückrennen müssen. Eine Meere. Die sieht ziemlich aus wie Yorihime, muss ich sagen. Erstmal das Feuer. Alles beginnt mit dem Feuer. Vielleicht würde ich sie auch fangen. Ey, wie freundlich die hier sind und einfach das hohe Gras ausgelassen haben. Was soll das denn? Ich laufe ein bisschen herum und schaue es mir an. Okay. Hallo. Was zur Hölle ist das? Ein Panzer! C. Rika. Die würde ich gerne fangen. Ja. Ich hab das Falsche geklickt. Holen wir mal Au raus. Aurora. Jawohl! Tja. Katz würde ich mal sagen. Doch nicht. Das hat ziemlich lang gedauert. Den Transporter raus. Ja, schleif mal deinen Panzer. Die Attacke ist übertrieben lange. Das ist nervig. Flug. Kannst doch mal was anderes machen.
Na komm. Das ist doof. Macht ihr auch was anderes? Ich wirf mal einen Ball. Ein Orb. Creates many machinery, most likely her favorite is a tank. Engineering Monika. Tja. Ich find's irgendwie amüsant, dass der Sprite von ihr einfach der Panzer ist. Du bist. Könnte jetzt. Nö. Korrektheit ist für schwache Menschen. Ich glaube, wir müssen jetzt nochmal heilen gehen. Der will kämpfen, oder? Pretty familiar with the lantern on his parts. Aha, aha. Sei gegrüßt, Weep. Hector. Ich glaube, ich habe auch Feuer, oder? Rock Smash. Dumm. Das kommt mir bekannt vor. Ja. Tja. Schon mal kaputt raus. Und tschüss. Ja, das ist schon eine bessere Lösung gewesen. Don't need to be so pushy, I'll be happy to tell you. Kurz schauen, wie komme ich da hin? Muss ich im Kreis laufen? Soll ich unser Team vielleicht noch heilen? Schau mal, was ich hier fangen kann und dann laufe ich nochmal zum Center. Na komm, die fangen wir. Tja. Schiff nehmen wir zum Transporter. Was macht man hier? Icy Wind? Jetzt sollte klappen. Zweimal. Immer schön das Artbook befüllen. Sieht gut aus. Vielleicht muss man nicht mal einen Hardtop verwenden. Normaler Orb sollte. Vielleicht schlägt sogar ein Easy Orb aus. Ich probiere es mal. Zack, zack, zack.
Ja. Wer ist das denn? Mera wanted the power of Hakurei, so she attacked the Hakurei Miko, but that ended with him. War die aus Toho 1? Keine Ahnung. Ja. Geben wir mal den deutschen Namen. Jawohl. Kurz schauen, wie es weitergeht. Ja, ich muss hier einige Kämpfe machen. Ich würde sagen, ich laufe erstmal zum Center zurück. Ja, da sind wir wieder. Da frage ich mich, soll ich die Kämpfe hier mal vermeiden? Ich mach die mal trotzdem. There appear to be many secrets still unsolved in this world. Eine wunderbare Erkenntnis. Der Sprite kommt da oder? Ah, das ist ein Ruin Maniac. Okay, Stanley. Rikako. Raketenmaid. Tja, Feuer. Sehr gut. Lassen wir das Stahl schmelzen. Das Stahl, den Stahl. Lassen wir den Stahl schmelzen. Flammenwerfer. Ja. I'm curious, what compelled you to come here? Ja, ich möchte da so einen wunderschönen Stein abholen. Cheek. Okay, die sagt mir mal gar nichts. Feuer. Schade. Swagger. Farbe nichts. Stärke. Immer Feuer einsetzen. It just works. Jawohl. It's been so long since I battled. My instincts are off. Dann kämpfe einfach nicht. Das würde sehr viele Probleme lösen. Nichts. Hallo. It's been said that there are mysterious stones on this island. I suspect it has something to do with the ruins here. Joa. Theorie. Die kennen wir doch. High Strength. Oh, High Strength. Earthquake. Ja, das sieht schon besser aus. Wunderbar. Also bei japanischen Namen immer Erdbeben einsetzen. Also bei fast allen. Geschmiert. Oh, interessant.
je. Hallo. I can't figure out how I'm supposed to get inside. Let me tell you, I found this place. Don't look so envious, will you? Was? Aber ich muss doch hier hin. Ah, Moment. Ich muss noch mal kurz auf die... Wie heißt's? Die Komplettlösung schauen für diese Mewtwo Quest. Ich muss Zerschneider einsetzen. Okay, dann setze ich mal hier Zerschneider ein. Dafür haben wir unseren Au. Nicht zum Schneiden. Hier. Ups. Ich komme auf die falsche Taste, verdammt. Soll ich den Typen zerschneiden? Das muss dann aber zensieren. Nix, nothing to cut. Das ist hier nämlich viel zu cut. Ja. Was nun? Mal schauen, was steht denn da? Moment. Ich muss schon mal nach Island 4 oder was? Ich dachte, ich musste hier nach Island 4. Ach, da muss man hier kurz einen Cut machen. Da sind wir auf Four Island. War ich hier schon einmal? Das weiß ich nicht. Wir müssen hier irgendeine Lorelei oder so retten. Das spricht gerade richtig an. Lorelei has returned. Did she find the city life too stressful, I wonder? Tja, wo ist denn die Lorelei? Smash it. Star Piece. Auch gut, aber ich möchte... Holen wir uns mal das Item da hinten. Schau mal einfach die Insel ein bisschen an. Oh, hallo. Oh, Chili. I made a slush using ice I shaved inside Icefall Cave. Was ist denn hier? Das ist eine seltsame Reise gerade. Okay. Muss das jetzt sein? Ich
verstehe. Was kommt auf uns zu? Ach, eine Mai. Die Proto-Mai, die alte Mai. Stimmt, wir sollten ihn vielleicht fangen. Ist hier was? Hier ist überhaupt nichts. Warum sollte man hier hin? Vielleicht schon zum Durchfallen. Das würde Sinn ergeben. Okay, das ist nutzlos. Dann nach oben. Sieht schon besser aus. Ich kann jetzt hier rein. Und da wird mich direkt eine... Ich dachte schon, dass der Marisa eine Yukia attackieren. Fangen wir auch direkt. Das ist nicht gut. Eis? Ne, Moment, das wäre gar nicht gut. Die Attacke ist ziemlich schwach. Fackelt doch unsere Schildkröte nicht ab. Surfer wird die wahrscheinlich umbringen. Nicht. Okay. Nochmal Surfer, dann bitte. Das ist interessant. Black Ripple. Easy Orb, ich nehme einen Hard Orb, zur Sicherheit. Das ist doof. Ich schau mal kurz was anderes da rein. Och, was soll denn der Mist? Wir sollen den Hardops verrecken, verdammt nochmal. Also besser letztens kann ich sie nicht fangen. Geht doch. Ich hätte die Liste gerne eben gesehen. Fire Witch, capable of using fire magic, a cheerful and worker girl. Ja. Dickes Fell. Das ist doof. Kann ich nichts machen. Schauen wir kurz, was hier ist. Ich könnte hier, 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 hier hin. Und ist hier was? Außer wilde Bunika. Ach, der Idiot. Tschüss. Was ich hier will. Mai.
Transporter sollte geheilt werden. Warum haben wir so wenig Hyper Potions? Super Potion sollte ausreichen, oder? Ah, doch nicht. Es fehlt. Ach, jetzt komm. Vermaledeit. Ach, jetzt komm! Och, das... Das ist uncool. Das ist richtig uncool. Da wollte ich jetzt gar nicht draufklicken. Du kommst in meine Super Potion reingeballert. Ja, ziemlich super effektiv. Schade, ich dachte, das könnte ich jetzt machen. Eine Eisattacke. Komm, kann ich jetzt Surf einsetzen? Och, Jungs. Nee, Jungs und Mädels. Wieso kann ich auch einen Paraheiler einsetzen, aber das wäre langweilig. Geht doch. Ein hart ob. 2, 3. Was? Vermaledeit. Ich hole hier sicher die mal aus. Da komm. Gehen bald die Hardops aus. 2, 3. Was soll denn der Mist? Eins, zwei, drei. Na endlich. Es ist nicht, wie es scheint. Gibt es hier auch was Gutes? Ich bin auch so ein dummes... Es war eine VM. Ich dachte, das wäre eine normale Attacke. Tja. Der bekommt dann diese Fähigkeit. Oh ja.
Oh ja, du wirst jetzt etwas vergessen, mein Freund. Icy Wind. Dann hast du wenigstens noch eine gute Attacke. CD in die Schildkröte reinschieben. So funktioniert das. Ich frage mich echt, wie das gedacht ist mit diesen TMs und VMs und den ganzen Grausamkeiten in Pokémon. Vielleicht sieht man das ja auch irgendwie im Anime. Ich habe es nicht verstanden. Gehen wir mal den Wasserfall hoch. Ja. Das sieht ziemlich unbeeindruckend aus. Ich bin enttäuscht. Herrgott! Sind die Level schon ein bisschen höher? Ich speichere mal kurz. Ups. Nur zur Sicherheit. Ich schaue mich noch ein bisschen um. Ach, verdammt nochmal, soll ich einen Repel einsetzen? Ich habe erst jetzt erkannt, dass Repel eine Spraydose ist. Was ein Leben. Da wollte ich rein. Ich bin sogar richtig. Das ist wunderbar. Das ist lustig. Keep your filthy hands off the Bonica in the cave. Do as I say, or you will have me to answer too. Oh, shut it, lady, and leave us be. Don't let your glasses get all steamed up. Mary, what are you doing here? No, we can catch up later. Right now I need your help. Help me kick these poachers out before they do anything else. They have been catching Bonica here, they're selling them off. Are you ready? You take that one, please. Was? Who says we can't do what we want with the Bonica we catch? Was zur Hölle ist das für eine Musik? Grunt. Kogi. Ich dachte eigentlich, es wird ein Teamkampf, aber auch gut. Das darf nicht wahr sein. Noch ein bisschen. Das wird eine bisschen längere Folge, das hier. Aber das ist okay. Jetzt gefällt es mir. Ich habe jetzt Bock auf den Snickers. Ach, das war ein Verlust. Müssen die auch immer wieder die gleichen Bonica dabei haben?
töte es mit Feuer. Stehen irgendwelche Leute im Hintergrund pfeifen. Der Jute-Transporter. We didn't plan on this. Sehr gut. So, it's especially weak. You, tell me. Where have you taken the captured Bonica? I'm smashing your ring once and for all. No way, I'm not telling you that. If you won't confess, we'll deep freeze you. My Cherno is furious for what you've done to its friends. Go, Cherno, Ice Beam. Oh, okay, I will talk. The Bonica are in the rocket warehouse on Five Island. There, I said it, we'll be going now. But I doubt you will ever make it into the rocket warehouse. Hehehe. Ja. Mary, thank you, but this is awful. I was born and raised here on these islands. I had no idea that those horrible criminals were loose here. Was ein Gefühl. Och, das war's schon. Hallo? Ist die Frage. Was ist hier? Wasser. Gibt's hier was Tolles zu fangen? Hallo? Ah, ich habe noch einen Repel drin. Vermaledeit. Aber ich könnte doch mich wieder verklicken. Mal die Au oder so reinnehmen. Ich meine, wenn ich einen Polika mit einem niedrigen Level im ersten Slot habe, dann könnte ich in Kampf geraten. Auch mit Repel. Aber glauben, das ist so eine Sache. Das macht man in der Kirche. Da verschwenden wir halt den Reaper hier. Immer wenn man ein wildes Bonica braucht, findet man es nicht. Gibt's ja auch was Gutes. Ach, darauf habe ich jetzt keine Lust. Ja, jetzt haben wir Lorelei gerettet oder nicht? Wenn nicht, dann nicht. Dann kann ich halt trotzdem, wie heißt es noch gleich, das Video schneiden. Sollte eigentlich kein Problem sein. Tja, und jetzt geht's wieder zurück zu Six Island. Ja, wir sind wieder auf Six Island und eigentlich jetzt an der Stelle, wo wir eigentlich hätten weitermachen sollen. Tja, und was wir hier machen müssen, ist Zerschneider einsetzen. There are several dots on the door. Genau. Da haben wir diese. Ach, wie heißt das nochmal? Braille-Schrift, genau. Und das. Und ich meine, da steht jetzt Cut. Da muss man Zerschneider einsetzen. Wer denkt sich so etwas aus? So, und jetzt sind wir in dieser Punkthöhle oder. Die auch immer im Deutschen heißt. Man kann jetzt nichts weiteres machen, außer in das Loch hier zu fallen. So, und dann haben wir wieder diese Braille-Tafeln. Und was da steht, ist, ich habe mich jetzt halt schon ein bisschen gespoilert in dieser, wie heißt es noch gleich, Komplettlösung zu der Mewtwo-Quest. Zwei Braille-Zeichen, das steht für Up. Ich werde das, glaube ich, nochmal gleich hier einblenden. 4 sind left, 5 sind right und so weiter. Verdammt. Ich glaube, ich hätte nach unten gehen sollen.
kurz. Upsala. Das ist auf jeden Fall ab. Ich habe, glaube ich, eben... Ja, ich habe vergessen, dass es Down gibt. Zurück ist ja auch noch eine Option. Das ist auf jeden Fall Left. Das ist Right. Das ist Down. Und da ist der Saphir. Was haben wir hier? Stehen Dinge. Ich will das später einblenden. Das ist ziemlich viel. Wir haben den Saphir. Das dachten wir jedenfalls. Fufufufufu. I guessed right. I was right in tailing you. I knew that there was a sapphire here, so it belongs to me. I will sell it to Team Rocket for serious money. But don't glare at me like that. If you want it back, why don't you go get it after I sell it? I will even tell you one of the passwords to Team Rocket's warehouse. The warehouse password is I know. I know is yes, na, kana. Okay. I'm done. Don't think badly of me. Was für Leute. Tja, und das war's auch. Aber wie geht's weiter? Jetzt müssten wir zu... Hoppla, nein. Zur fünften Insel. Ist ihm da näher? Nein, es ist 7. Fliegen wir mal dahin. Weiter geht's. Ich denke, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, die Folge hier zu beenden. Jawohl, was haben wir gelernt? Anleitungen lesen. Auch das Kleingedruckte. Ja. Ich denke, hiermit verabschiede ich mich, aber... Eine Sache schaue ich mir noch an. Ja, wir müssen auf Island 5. Sehr professionell. Jawohl. Na dann, man sieht sich, man hört sich, man... Was auch immer, was man jetzt sagt. Man hört und sieht sich, jawohl. Tschö.